Lieben Dank für die Einladung. Auch zu später Stunde hoffe ich trotzdem, also, dass Sie das Ausharren quasi sich lohnt. Und ich möchte also heute über die Zukunft von Lehr- und Lernmaterialien sprechen. Wenn ich von der Zukunft rede, dann meine ich nicht die nächsten übermorgen oder die nächstes Jahr, sondern ich rede mittelfristig von 5 bis 10 Jahren, wo wir sehen, was sich derzeit in der Forschung tut und wo wir ganz stark dran sind, wo wir erfahrungsgemäß 5 bis 10 Jahre brauchen, bis es dann wirklich in der Praxis auch ankommt. Also ich habe es versucht, das so zusammenzufassen. Manches wird nicht aufgehen, manches bleibt einfach in meinem Kopf so drinnen. Und wir revidieren ja als Forscher unsere Meinung auch alle Stunde. Aber ich glaube, ich versuche Ihnen einmal das zu geben, also wo wir glauben, dass es hingehen könnte. Ich habe den Vortrag so gegliedert, dass ich Ihnen zuerst also mal getitelt mit Sackgasse Lehrbuch, also warum ich glaube, dass das langfristig eine Sackgasse ist, wie die Lehrmaterialien, wie wir sie jetzt definieren, auf der Überholspur sind und welches Ziel dieser Weg langfristig dann auch wirklich hat. Also ich beginne quasi mit der Sackgasse Lehrbuch und versuche das einmal zu stellen. Das erste ist das Lehrbuch. Das Lehrbuch kennen Sie alle, es ist das, was auf dem Tisch liegt. Ich würde es so sagen, Sie sehen die Stichworte, es ist kostenpflichtig, es ist ein Buch für alle, das heißt also über alle, über die ganze Nation sage ich fast manchmal drüber, dass man so ein Lehrbuch verwendet. Es ist nicht digital in der Regel, also es gibt ganz vereinzelte Beispiele, aber die Masse ist einfach nicht digital verfügbar, das ist wirklich also ein Buch. Es ist durch das, dass wir natürlich den ganzen Prozess des Druckes, des Verkaufes und sonstiges haben, oftmals im Inhalt schon veraltet, also die IT-Bücher schlage ich in der Regel nicht auf, das macht also wenig Sinn. Und es ist auch für uns manchmal nachteilig, dass natürlich das sehr stark verlagsgebunden ist. Ja, der Verlag ist natürlich daran interessiert, diese Bücher zu verkaufen und muss natürlich seinen Erlös erzielen. Und im Sinne dessen ist es also manchmal auch nachteilig, was also die Lebensdauer eines solchen Buches betrifft. Ja, umgekehrt wissen wir, das Lehrbuch ist sehr erfolgreich, so wie es da liegt. Ja, also das ist also nicht etwas, was ich also sofort sagen würde, das ist grundsätzlich schlecht, sondern es ist eigentlich ein sehr erfolgreiches Konzept. Aber die Frage ist einfach, ob es heute noch zeitgemäß ist. Sie kennen also die Entwicklungen am Markt, was die technischen Neuerungen betrifft. Und da stellt sich natürlich sehr stark die Frage, ist das Buch, so wie es wir jetzt kennen, auch das, was wir quasi auch noch in Zukunft verwenden so müssen oder sonstiges. Jetzt mache ich fast also einen bisschen Ausflug in die technologiegestützte Lehre. Ich habe mich also selbst nicht eingeleitet. Ich bin an und für sich an der TU Graz zuständig für E-Learning. Das heißt also, alle E-Learning-Aktivitäten der Technischen Uni laufen über meinen Tisch. Und zweitens bin ich auch am Institut Senior Researcher, genau zu diesen Themen E-Learning, Mobile Learning, Social Media, was alles da so neu daherkommt, sobald es also Technologie und Bildung betrifft. Das heißt also, ich nenne es auch immer gerne technologiegestützte Lehre. Was wir versuchen, ist mit Technologie Lehre und Lernen zu unterstützen, also nichts zu ersetzen, sondern wirklich dort, wo es Sinn macht, es zu unterstützen. Ja, und dann gibt es also so etwas wie 2001, Mark Brinsky, der damals gesagt hat, also die Kinder oder die Jugendlichen, die wir also unterrichten, sind nicht die Systeme, für das es gebaut worden ist seinerzeit. Dieses Bild habe ich auch im Jahre 2002, also das ist fast ein historisches Bild, gezeigt. Damals hat jeder gesagt, das ist eine Vision und wer weiß, bis wann die Studenten bei uns wirklich so herumsitzen. Sie wissen, wie es heute ausschaut. Heute haben wir das Problem genau umgekehrt, dass wir keine Sitzplätze mehr haben, dass sie ihre Laptops aufbauen können. Das ist also ein Wandel gewesen von knapp 10 Jahren. Vor 10 Jahren hat uns auch jeder Spinner abgetan. Heutzutage ist das ein völlig normales Bild. Ja, spannend ist, wir machen ich komme dann auf der nächsten Folie schon, sehr, sehr lange Umfragen. Wir schauen uns sehr genau an, also wenn die Studierenden zu uns kommen, das heißt, es sind Jugendlichen im Alter von 18 bis 19 Jahren, so unmittelbar nach der Matura, gibt es da diese Diskussion über die Digital Natives, über diese Net Generation, verhalten sie sich anders, lernen die anders oder sonstiges. Es gibt also keine einzige Studie, wo ganz klar und deutlich rauskommt, da hat sich alles gedreht und ist alles anders. Aber was diese Studien allesamt mitsamt zeigen, ist, eine so technisch ausgerüstete Jugend haben wir nie gehabt. Ja, also wenn ich Ihnen dann, ich kann Ihnen aufzählen, also sie haben alles eingesteckt, die Kinder, vom MP3-Player über Smartphones, Tablets oder sonstiges. So gut war nie eine Jugend technisch ausgerüstet. Und das wird natürlich zwangsläufig auch immer besser. Was kann ich Ihnen
mitbringen. Also wie gesagt, das ist jetzt eine 6-jährige Langzeitstudie. Ich bin also auch im deutschsprachigen Raum mittlerweile der Einzige, der so lange die Daten hat. Es sind also fast 3000 Studierende an diesen Umfragen in Summe beteiligt. Und wir haben also 2007 begonnen und wie gesagt, heuer im Herbst ist also wieder das letzte Mal gelaufen. Und eine habe ich davon mitgebracht, um Ihnen auch darzulegen, dass sich das Kommunikationsverhalten sehr stark dreht. Da sehen Sie, das ist die Frage an die Jugendlichen, was verwenden Sie auf einer täglichen Basis zur Kommunikation? Also mit was machen Sie täglich? Ja, Sie sehen also, nicht sehr überraschend, liegt also bei 90% E-Mail, sehr konstant, gefolgt von SMS, das ist überrascht auch noch nicht. Und Sie sehen also, wir liegen ungefähr bei 85% auf täglicher Basis in den sozialen Medien. Also da wird einfach täglich geredet und kommuniziert. Warum es da erst 3 Daten gibt, ist auch schnell erklärt. Also im Jahre 2009 war Facebook noch unbedeutend. Ja, also da sind wir wirklich so gewesen, dass wir das nicht fragen haben müssen. Da ist das in den sozialen Medien gelegen und war unter 10%. Es ist eine der markantesten Änderungen der letzten 6 Jahre, dass also innerhalb eines Jahres sich also ein Medium so stark und dramatisch angestiegen ist. Was dann noch dazu kommt, ist die Kommunikation über Skype. Das heißt, dass auch Instant Messaging, das heißt die Echtzeitkommunikation mit Video, nimmt stark zu und ist auch schon eigentlich im Alltag integriert. Also das ist einfach eine Tatsache, dass also das, also unsere Jugendlichen, wenn sie also aus der Schule kommen, und ich gehe davon aus, sie machen jetzt auch ein paar Jährchen vorher schon, so miteinander kommunizieren und reden. Die Frage ist natürlich, also wie viele Lehrende auf der anderen Seite machen das mit, beziehungsweise können mit diesen Medien so umgehen, dass sie auch dort kommunizieren könnten. Ja, das ist natürlich eine andere Frage. Aber das einmal zum Kommunikationsverhalten. Und was wir uns jetzt also fragen, also wie schaut das jetzt das Lehrmaterial in Zukunft aus? Also wenn Sie vom Lehrbuch weggehen, also können Sie viel digital arbeiten? Sind es Arbeitsblätter? Sind es digitale Bücher, interaktive Bücher und so weiter? Ja, und dann komme ich eben schon zu diesen Lehrmaterialien. Ich spreche also bewusst nicht mehr vom Buch an und für sich. Das Buch ist für mich etwas, das dann in den Print geht und gedruckt vorliegt. Muss ich vorher definieren, weil das ist in aller Weltsmunde, was ein E-Book denn eigentlich ist. Und das ist also durchaus schwierig. Ich habe 3 Definitionen mit. Also wenn Sie mit jemandem über E-Books reden, dann würde ich immer zuerst nachfragen, von welcher Basis reden wir hier. Die einfachste und primitivste Basis eines E-Books ist im Prinzip ein, sage ich einmal, PDF-Dokument, ein digitales Dokument. Das kann also nicht viel, liegt aber in Büchern, Bibliotheken vor. Sie sehen also, das Format ist hauptsächlich PDF, hat damit also keine Interaktivität, Sie können nur wenige Dinge dort einbauen, ist wenig mit Multimedia angereichert. Der große Vorteil ist, es ist quasi auf jedem Abspielgerät verfügbar, universell einsetzbar. Das ist auch der Grund, warum dieses Format seinerzeit also entstanden ist. Schritt weiter geht, also Entschuldigung, da habe ich ein paar Bilder mit, damit Sie also auch das Gefühl kriegen, wo spielt das PDF immer. Das sind also die sogenannten E-Reader. E-Reader ist also heute der berühmteste, das Gerät von Amazon, das Kindle-Gerät, mittlerweile in der 4., 5. Generation, gibt es jetzt auch schon mit Hintergrundbeleuchtung. Das ist also jenes, ein E-Reader ist ein Gerät zum eigentlich Lesen von statischen Dokumenten, momentan noch mehr kann es nicht. Es ist so, dass es wesentlich augenschonender ist als ein Tablet. Sie dürfen es also nicht mit einem iPad oder mit irgendeinem Android-Tablet vergleichen, sondern es ist so, dass hier einfach Bildpunkte aufgebaut werden, die Spannung weggenommen wird und es gibt kein Strahlen des Monitors. Das heißt also, wer das so ein Gerät noch nie in der Hand gehabt hat, es ist wirklich wie Lesen am Buch. Ja, vom Leseverhalten und von der Leseempfindung, natürlich haben Sie nichts Schweres in der Hand. Und ich habe auch mal von einer Literatin gehört, man riecht natürlich auch nichts. Es gibt aber schon mittlerweile eine 1 mit Duft, also auch das also ist also ein leichtes technisch umzusetzen. Das älteste ist der Sony E-Reader, die waren die ersten am Markt, die haben also so ein Tablet herausgebracht, also ich glaube 2003, 2004, so einen E-Reader und die verwenden alle im Hintergrund die gleiche Technologie. Und dann steht natürlich die große Gruppe und das stimmt, das Bezeichnung E-Reader eigentlich nicht mehr, sondern die Bezeichnung sind Tablets. Die Tablets sind also so iPad Minis, iPads, Android-Tablets oder sonstiges. Die haben natürlich wieder diesen typischen strahlenden Schirm. Und das ist natürlich das, der Nachteil wieder, genau das, was wir also kennen vom Leseverhalten her. Also das sind das auch, Kindle und Amazon hat zum Beispiel das Kindle rausgebracht.
So, jetzt geht es also weiter. Wenn wir dann von Dokumenten für diese Geräte eigentlich reden, dann sehen Sie dann ganz neue Dinge plötzlich. Es gibt also verschiedenste Formate. Das berühmte nennt sich dann EPUB-Format. Das ist also ganz speziell also für diese Geräte schon ausgelegt, universell auch lesbar. Und das erlaubt jetzt im Prinzip Interaktivität. Das heißt, Sie könnten jetzt dort Videos einbetten, Sie könnten irgendwelche interaktiven Übungen einbetten. Das ist jetzt möglich. Der Nachteil ist, dass der E-Reader es selbst nicht kann. Das heißt, es gilt dann wieder nur mal für Tablets. Wenn Sie also eben ein EPUB haben, können Sie dort dann das Video abspielen lassen. Das ist also soweit kein Problem. Der Vorteil von diesen E-Readern, die haben einen unglaublich geringen Stromverbrauch. Die halten Ihnen 2 Wochen im Betrieb, also das ist, brauchen kaum also Strom. Im Gegensatz zu Tablets, Sie wissen, wenn Sie so etwas haben, dann ist es ein Tag und dann müssen Sie wieder aufladen gehen. Ja, und dann gibt es noch eines Drittes. Das Dritte ist sogar noch einen Schritt weiter. Da reden wir Geräte unabhängig davon, von E-Books. Das sind also einfach Bücher, Unterlagen, die wir quasi eigentlich für den Webbrowser erstellt haben. Machen wir immer noch und das ist also auch die Hauptidee. Das nennt sich dann Authoring Software. Das heißt, Sie bauen und basteln irgendwas mit irgendeiner Software zusammen. Das wird im Web publiziert und ist dann auch ein zusammenhängendes Lehrmaterial oder auch ein sogenanntes E-Book, wenn Sie wollen. Also das ist das im allgemeinen Sprachgebrauch. Wie gesagt, wenn Sie zu mir kommen, denke ich an das, weil das ist historisch das Älteste, mit dem wir seinerzeit begonnen haben. Und ich denke nicht an PDFs oder Sonstiges. Und da ist natürlich das so, alles was im Webbrowser möglich ist, ist natürlich dann plötzlich in diesen Büchern auch möglich. Da gibt es also technisch gesehen also keine Einschränkungen. Sie können hier also alles natürlich machen. Ja, da ist es zum Beispiel, damit Sie sehen, also wie das Ganze dann technisch ablaufen kann. Also Sie als Lehrende geben uns den Content, Sie schreiben dort also rein in eine sogenannte Authoring-Software. Das ist also dann dieser Bereich, die wird also eine Software, die kann webbasiert sein oder Sie haben es halt auf Ihrem Computer lokal installiert. Und was man dann daraus machen kann, wenn man das eben mit dieser Software zum Beispiel macht, ist, Sie können jegliche Output-Formate daraus generieren. Das heißt, sowohl online, im Browser, Sie können das auf Ihren E-Reader lesen, auf Ihren Tablets lesen, Sie können das überall als PDF rausgeben und so weiter und so fort, weil das eben in ein Format reingeht, das dann wirklich universell konvertierbar wäre. Das ist also etwas, wo die meisten quasi haben. Ja, und dann gibt es einen zweiten wesentlichen Punkt, das war jetzt der technische Teil. Also Sie sehen, also wo es hingehen kann, also es ist stark Richtung dieses ganzen HTML- und webbasierten Dingen, ist der Begriff von Open Culture. Das ist also normal ein eigener Vortrag. Open Culture ist also ein Sammelbegriff für alle Bewegungen, die also etwas damit zu tun haben, frei Dinge nach außen zu geben. Die berühmteste Bewegung und längste ist natürlich Open Source, das heißt, also es programmieren Leute einfach etwas und geben das quasi, stellen das frei zur Verfügung und da können andere weiter programmieren und dann geht die Software im Prinzip so weiter. Also die berühmtesten Beispiele kennen Sie, Firefox oder sonstiges sind so entstanden. Die zweite größte Bewegung ist Open Access, also darum sind die beiden auch so auch rot. Open Access ist das, dass man Inhalte, vorwiegend wissenschaftlicher Natur, frei der Gemeinde, der Gesellschaft wieder zur Verfügung stellt. Das heißt, ich als Wissenschaftler publiziere, dann wird das Ganze auch nachher formatiert und das Journal gibt es wieder frei und ohne weitere Kosten der Welt zur Verfügung. Ja, da gibt es natürlich eine Riesendiskussion, weil Sie kennen natürlich das Verlagswesen. Das Verlagswesen verdient natürlich auch was, beziehungsweise muss auch überleben. Das heißt also, wie können solche Erlösmodelle wirken und man kann es der Gesellschaft wieder zurückgeben, weil natürlich auch schwer einsichtig ist, wenn eh schon jemand wie ich vom Staat bezahlt bin, dann natürlich also auch danach müssen Sie wieder zahlen, damit Sie an meine Ergebnisse kommen. Das ist natürlich auch in der Gedankenwelt etwas eigenartig. Und warum ich also das so breit rede, ist also dieser Begriff, der, wie gesagt, also seit etwa 2005 von der UNESCO aufgenommen worden ist und schon langsam also wirklich auch also unsere Breitengrade jetzt wirklich trifft. Das sind die sogenannten Open Educational Resources. Das sind freie Bildungsmaterialien. Das sind Materialien per Definition, die Sie also quasi aus dem Web runterladen dürfen und in Ihren Unterricht verwenden, verändern und wieder hochladen dürfen. Und das ist also etwas, das gibt es noch wenig auf diesem Sektor, aber das ist für uns also ein ganz wesentlicher Schritt. Warum erkläre ich dann? Also noch einmal zur Definition, eine Open Education Resource ist also etwas, was Sie kostenlos im Web quasi zugänglich sind und Sie haben eine entsprechende Lizenzierung und das dürfen Sie also nicht unterschätzen. Also wer die Urheberrechtsdebatte mitbekommt in Österreich mit der Festplattenabgabe und sonstiges, das ist genau das Problem. Also wenn Sie heute etwas aus dem Internet runterladen, sei es ein Arbeitsblatt und dort steht keine Lizenzierung dabei,
dann dürfen Sie das nicht im Unterricht einsetzen. Das ist einfach so, das wäre eine Verletzung des Urheberrechts. Steht dort ganz klar und deutlich, es ist eine freie Bildungsressource, dann dürfen Sie das im Unterricht verwenden. Und das ist das Spannende, und da geht es wirklich nur um Bewusstseinmachung und an die Bevölkerung herantragen. Wenn Sie selbst Materialien erzeugen, stellen Sie diese ins Netz, aber versehen Sie sie bitte mit einer Lizenz. Ansonsten ist sie eigentlich für den quasi Kollegen und Kolleginnen also nutzlos, also wirklich nutzlos, das bringt überhaupt nichts. Per Definition ist also eine Open Educational Resource frei zugänglich, das heißt, Sie können sie runterladen, Sie können sie verwenden, Sie können sie also auch bearbeiten, das heißt, die Kinder dürfen in das Arbeitsblatt was reinschreiben und sie dürfen es auch wieder zurückschicken und sie können es wieder veröffentlichen und ganz, ganz streng gesehen, also verwendet es auch einen sogenannten Open Standard, das heißt, sie machen Dokumente nicht mit Microsoft Word, sondern mit Open Office, sodass es auch jeder die Möglichkeit hätte, diese also weiter wirklich auch zu bearbeiten. Warum dieses OER-Thema so wesentlich ist, ist deswegen, weil wenn wir in die Zukunft gehen und an digitale Klassenzimmer denken, dann ist das aus unserer Meinung nach die einzige Chance, dass wir quasi wirklich arbeiten können mit diesen Geräten, weil Sie müssen natürlich dann für diese Geräte Unterlagen zur Verfügung haben und Sonstiges. Und wenn Sie dauernd Urheberrechtsproblematiken zu bekämpfen haben, macht das überhaupt keinen Sinn. Also das heißt, in so einer heutigen Sicht würde ich sagen, eine Tablet-Klasse macht einfach logistisch wenig Sinn. Also ich habe immer so gesagt, ich kaufe meinen Söhnen und Töchtern sofort so ein Tablet, weil mir der Lehrer garantieren kann, er verwendet ausschließlich dieses Tablet und meine Kinder haben keine Bücher mehr. Und wenn sie das gedanklich durchspielen, dann kommen sie drauf, das funktioniert gar nicht. Und das ist also momentan, also an dieser Front kämpfen wir ganz stark, ja, um zu sagen, also um das umzusetzen langfristig, brauchen wir also neue Konzepte. Ja, Sie sehen dann eine Wertschöpfungskette, also was ich nicht sagen will, ist, dass die Verlage böse sind und wir sind die Guten, das ist also der falsche Zugang, so funktioniert das nicht, wir brauchen die Verlage sehr wohl, weil die sind die Produzenten dieser Inhalte und vielleicht muss man nur das einfach neu denken. Ich kenne Modelle in Polen, in Südkorea, wo das staatlich ganz anders gedacht wird, wo also das Bildungsmaterial staatlich ist, die wird bezahlt, da wird der Verlag auch im Vorhinein bezahlt, der erstellt dieses Buch, diese Lehrmaterial und dann ist es frei verwendbar. Also auch die Ausrede, wie ich manchmal aus dem Ministerium höre, das funktioniert nicht, stimmt nicht, es gibt Staaten, die das schon länger umsetzen, also das funktioniert. Was ich da habe, ist die sogenannte Wertschöpfungskette, man kann dann überlegen, also wie finanziert sich so eine freie Bildungsressource und sie haben dann immer so starke Dinge wie Refinanzierungsgeschichten, das heißt also man spielt dann über Zusatzdienste, dann gibt es eine App oder sonstiges, wieder Geld herein. Also das ist also einfach so, aber das primäre Material ist also gratis. Oder frei zugänglich, gratis ist vielleicht das falsche Wort. Was auch noch wichtig ist und was ich so im Nebensatz erwähne, sind also zwei neue Bewegungen, die heißen also Self-Publishing und Self-Marketing. Das heißt also, so einfach wie heute ist es nie, ein Buch zu erzeugen. Das heißt, Sie können irgendwelche Unterlagen machen, Sie schicken es, wie ich so in der letzten Folie habe, an ePubli oder Book on Demand. Das sind die zwei größten Druckmaschinen, sage ich jetzt einmal, Deutschlands. Dort kriegen Sie eine eigene ISBN-Nummer und das Buch ist übermorgen in Amazon. So einfach war es nie zuvor, also ein Buch zu publizieren mit einer wirklichen ISBN-Nummer, das also dann auch in Amazon aufgenommen worden ist und verkaufbar ist. Es ist also etwas, das vom Markt her noch gar nicht mitgedacht wird. Ich sage viele meiner Lehrenden, ja, wenn sie das Krypto macht, könnt ihr eigentlich dorthin schicken, dann kriegt ihr vielleicht ein paar Euros zurück auch wieder, ne? Weil da kann man natürlich eingeben, wie viel man als Autor verdienen möchte. Ja, jetzt sind also viele Gedanken, also welches Ziel folgen wir eigentlich? Also es ist relativ schwierig, dann also auch gebündelt die Wissenschaftler also auf einen Zweig zu bringen. Also wir haben das versucht. Sie sehen also da, es hat ein Expertentreffen gegeben zur Zukunft von Lehr- und Lehrmaterialien, also im vorigen Spätfrühjahr eigentlich, also Anfang des Sommers. Wir haben es Let's Work genannt. Es war hier so, dass sich also 43 Experten und Expertinnen getroffen haben aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Das heißt, also Leute von Verlagen, Professoren, Techniker und Sonstiges, die also wirklich alle einen anderen Zugang haben, also zu diesem Thema, und haben mit den Leuten in 2 Tagen versucht, einerseits die Zukunft zu skizzieren, wo glauben sie, dass es hingeht, Thesen zu bilden und also auch Wetten abzuschließen auf das, was passieren wird. Und ich habe also jetzt einen Ausschnitt mit, das ist also ein ganzes Buch, was das ergibt. Thesen, die diese 41 Experten also gebildet haben, waren in 5 Jahren, also werden urheberrechtlich geschützte Materialien uninteressant sein. Ja? Gehen Sie immer davon aus, wir spinnen dort. Ja? Also das ist einfach so wirklich nachgedacht, also wo glauben wir, was sich in Zukunft abspielt. Ich halte 5 Jahre persönlich für zu kurz, aber das ist die Meinung von 40 Leuten.
Die nächste war zum Beispiel, in 5 Jahren werden Sie wesentlich interaktiver, sozialer und vernetzter sein, diese Lehr- und Lernmaterialien. Das heißt, also es werden wesentlich mehr andere Inhalte, das sind Videos, interaktive Lernobjekte oder sonstiges sein. Das nimmt also stark zu, natürlich auch der Einfluss von den sozialen Medien, dass Sie viele Dinge sehr viel schneller verlinken können. Eine andere interessante These war, in 5 Jahren werden viele Webdienste, Webservice parallel genutzt. Das heißt, also Sie werden viele verschiedene Dienste von einem Punkt zentral ansprechen können und vielleicht das auch viele Ressourcen irgendwo herziehen, wo sie gar nicht mehr wissen, wo diese Ressourcen herkommen. Ja. Diese ist vielleicht auch noch sehr spannend in 5 Jahren, also die habe ich persönlich nicht so stark unterstützt, aber die war so, in 5 Jahren werden sie vorwiegend von Lernenden erstellt, die Lehrmaterialien, und dadurch ändert sich auch die Rolle der Lehrenden. Das heißt also, dass es viele der Lehr- und Lernmaterialien direkt, also von den Schülern, Schülerinnen und bis hin zu den Studierenden quasi auch selbst erstellt wird und mitgearbeitet wird. Es gibt also solche Versuche, die haben wirklich vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Ja, das Zweite, wie gesagt, wir haben Wetten abgeschlossen. Das Szenario müssen Sie sich so vorstellen, also da stehen 40 Wissenschaftler und sonstige Personen. Sie bekommen also eine These vorgestellt und Sie dürfen dann mit Wettchips darauf setzen, wann diese Aussage eintritt. Die Aussage ist, wie gesagt, es tritt also innerhalb der ersten 6 Monate ein, es tritt innerhalb eines Jahres ein, innerhalb der nächsten 1,5 Jahre oder gar nie. Ja, und damit will man schauen, ob man Trends und Zukunftsthesen daraus formen kann. Die erste These, also eine interessante These ist, eine Fakultät, eine Universität in Deutschland, Österreich und Schweiz stellt die eigenen Lehrmaterialien wirklich als freie Bildungsmaterialien komplett zur Verfügung. Hat also wirklich komplett umgestellt und alle Lehr- und Lernmaterialien sind frei zugänglich. Sie sehen, die Verteilung ist unterschiedlich. Ein Fünftel glaubt, das wird gar nicht eintreten in den nächsten 1,5 Jahren. Die meisten liegen also irgendwo so in 1 bis 1,5 Jahren, liegt die Masse in der Vermutung, dass das irgendwo passieren wird. Die spannende zweite, die ich mitgebracht habe, ist, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es mindestens 5 Tablet-Klassen, war eine zweite These. Sie sehen also, hier waren 51% der Meinung, dass das innerhalb der ersten 6 Monate eintritt, und die haben recht gehabt. Also wir haben die ersten 6 Monate hinter uns, das gibt es bereits. Also wir haben überall, also in jedem Land, mindestens 5 Tablet-Klassen ausmachen können, die also das Ganze also schon mittlerweile durchführen und versuchen, also diese Dinge zu machen. Also da sehen Sie auch, also diese Thesen sind nicht etwas, die also quasi nie eintreten, sondern die ist schon so formuliert, dass eintreten kann. Zum Schluss habe ich 2 Beispiele mitgebracht, damit sehen, wie sowas in der Realität ausschaut. Also ich habe selbst da als Projektleiter, quasi Herausgeber, ein Lehrbuch gestartet, wir nennen es L3T, und das war die Idee, also das hat es am Markt in der Form nicht gegeben, E-Learning endlich einmal quasi festzuhalten. Ich selbst unterrichte das und es gibt also kein Lehrbuch dazu, und wir wollten seinerzeit ein Lehrbuch schaffen, aber das nicht so, indem ich mich ins Kammerl zurückziehe, sondern indem ich also einfach die Welt aufgerufen habe, wer möchte mit mir mitschreiben. Übergeblieben ist auch zu meiner Überraschung 130 Personen, die mit mir als Autoren quasi ein Buch verfasst haben auf höchstem kollaborativen Niveau. Das heißt, wir haben über 50 Kapitel geschrieben und in Gruppen von 2 bis 8 Personen. Und dieses Buch steht also seit 1.2.2010, das heißt 2011, jetzt knapp 2 Jahre online zur Verfügung. Das heißt, Sie können es auch kaufen, wenn Sie den Print haben wollen, aber Sie können jedes Kapitel frei runterladen. So, schaut die Webseite dazu aus, also l3t.eu ist also dort, wo Sie das Buch finden, zu allen Themen also des E-Learnings. Und das Spannende daran ist natürlich, wie wirkt sich das aus, also wird das dann auch runtergeladen, bringt das was und so weiter. Wir haben natürlich alles, und hier sehen Sie die Zahl, also wann habe ich den Vortrag gemacht, also vorgestern, liegt momentan bei 188.000 Downloads nach 2 Jahren. Ja, also das sollen mir mal die Bücher, die Verlage zeigen, also ob sie jemals in diese Sphären kommen. Wir haben vergleichsweise dazu etwa 400 Bücher verkauft. Und wenn ich mit Verlagen rede, dann gratulieren wir die eigentlich zu dem Verkauf von 400 Büchern. Das ist für wissenschaftliche Bücher nicht normal, erklären sie mir dann. Ja? Das ist auch schon sehr viel. Also wie gesagt, also das ist auch der Grund, was ich immer danach gern herzeige. Das wird auch verwendet, wird wieder gearbeitet und man setzt es auch ein. Und das ist auch das Gute. Da unten sehen Sie dann die Statistiken, also über die einzelnen Kapitel dieser Downloads. Also die Frau Professor Reimann aus München hat mittlerweile die 7000er Downloads überschritten an wirklich nur ihr Kapitel.
Ja, und das Zweite, und das ist vielleicht für Sie wesentlich spannender, ich darf also wissenschaftlich begleiten das sogenannte Projekt Schulbuch OMAD. Schulbuch OMAD ist also das erste deutschsprachige Lehrbuch aus dem Sektor Biologie, 5., 6. Schulstufe, das als freies Bildungsmaterial zur Verfügung gestellt werden soll. Da arbeiten jetzt also einige Lehrer dran. Das Projekt soll also im Juni online sein und ich darf es also wissenschaftlich begleiten, wo man wirklich sagen kann, also diese Ressource kann dann also von jedem, ist ein gesamtes Buch, das das abdeckt, und kann dann also von jedem verwendet werden. Das Besondere an dem Modell auch war, wie die versucht haben, das zu finanzieren, und zwar haben die das über Crowdfunding gemacht. Das heißt, die haben einfach die Gesellschaft aufgerufen und haben gesagt, also wer macht mit, wir brauchen 10.000 Euro, das haben sie also gerechnet, damit sie das Projekt durchziehen können. Und diese 10.000 Euro sind zustande gekommen, das heißt, das hat also das ganze deutschsprachige Land finanziert und jetzt ist das Projekt gestartet. Und die werden für diese 10.000 Euro eben ein Lehrbuch zur Verfügung stellen, das dann jeder verwenden kann, jeder bearbeiten kann, wieder online stellen kann und so weiter. Also auch Sie könnten, wenn Sie wollten, natürlich noch mitschreiben. Wir sind heilfroh, wenn Sie also Kräfte bekommen. Aber mit dem Ziel, wie gesagt, wirklich erstmalig also ein deutschsprachiges Schulbuch zur Verfügung zu stellen. Wenn das Thema Sie generell interessiert, wir haben also eine Publikationsreihe, die ist also unter o3r.eu, da schreibe ich also sehr viel mit meinen Studierenden zu diesem Thema. Wir haben auch untersucht, also ganz spannend, eine Diplomarbeit, die hat sich beschäftigt mit freien Bildungsressourcen im sekundären Bildungsbereich mit einem speziellen Fokus auf Österreich. Wir haben dort drinnen 80 Plattformen untersucht, die uns sagen, das sind freie Bildungsmaterialien und nach der Lizenzierung, so wie wir sie kennen, bleiben ihnen 10 über, die wirklich so lizenziert sind, dass sie freie Bildungsmaterialien sind. Das heißt, bei den restlichen 17 hätte ich als Lehrer Bauchweh, wenn ich da was nehmen würde, da sind sie verklagbar. Ne? Das ist also das Problem und das versuchen wir so stark aufzuzeigen. Das sind oft kleine Schritte und kleine Dinge, die hier fehlen. Also das ist nichts Großartiges. Ja? Nur, wie gesagt, der Betreiber kennt sich urheberrechtlich auch nicht aus und dann kommt es immer wieder in diese Problematik. Alle diese Bücher sind gedruckt erschienen und natürlich auch frei im Internet, sonst wäre das ein bisschen komisch. Also gerne nachlesen. Damit bin ich schon fast also am Ende. Ich habe so quasi die Theorien für das, wo wir glauben, dass es hingehen muss, um das Lehrbuch der Zukunft zu erstellen. Wir haben es mit neuen Formaten zu tun, wie ich am Anfang erklärt habe, mit verschiedenen Formen der Interaktion. Es ist sehr stark, wie gesagt, betont die freie Bildungsressource. Also ich sehe also das klassische Buch, das urheberrechtlich also geschützt ist, als sehr schwierig mit digitalen Geräten. Ich habe neue Entstehungsformen, das heißt, also es ist nicht mehr so, dass einer schreibt, das können auch viele da mitarbeiten und das auch wieder verändern. Auch die Qualitätssicherung von OER wird dadurch besser. Also es gibt Untersuchungen, wo sich zeigt, durch das, dass sehr viele Lehrenden immer wieder dran arbeiten, steigt die Qualität des Buches und das wird einfach immer besser. Es gibt neue Marketingformen, viraler Natur und auch es muss auch neue Erlösmodelle geben. Das heißt, das klassische Modell, der Verlag verkauft dann dieses Buch, ist natürlich mit so etwas wahnsinnig schwierig und wahrscheinlich auch nicht umsetzbar. Wenn Sie das Thema generell weiter mehr interessiert, kann ich auf dieses Buch verweisen. Das steht auch unter o3r.eu gratis zur Verfügung. Da geht es um die Zukunft von diesen Lehr- und Lehrmaterialien, wo wir also alles zusammengefasst haben, Ergebnisse dieses Workshops und das sind auch weltweite Initiativen zeigen. Also was machen denn die anderen? Also die sind auch dort tätig. Also es ist nicht so, dass da nichts passieren. Ja, das war's jetzt. Danke sehr.